Ist der lustig? Hallo und herzlich willkommen. Ich habe vergessen, mein Mikrofon vor mich zu stellen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, euer Cornel. Wir sind bei Super Meat Boy. Wir gehen hier mal weiter. Haben die ersten drei Chapters komplett. Beim vierten fehlt uns noch ein bisschen. Wir gehen jetzt in Rapture hier. In Rapture. Und spielen mal ein bisschen weiter. Und ich hoffe, ihr seid eingestellt auf repetitive, immer wiederkehrende Action. Was machen wir denn jetzt? Machen wir erstmal hier die Pflaster bei den Warp Zones oder machen wir die The Guy Warp Zone? Beziehungsweise, ich weiß ja gar nicht, wo die Pflaster sind. Das ist das Problem. Hier weiß ich aber, wo das Pflaster ist. Ja, sehr gut. Also, ich weiß nicht so genau, wo ich hier anfangen soll, weil, keine Ahnung, The Guy ist schwierig, das ist schwierig, ist irgendwie alles schwierig. Alles schwierig, ziemlich schwierig, oh la la. Und ich habe etwas gehört. Ja, ich habe da jetzt, ich selbst habe das nicht mitbekommen, aber ich habe gehört, dass es so sein soll. Und ja, ich glaube das auch einfach mal, denn das wäre, ja, Schwachsinn, sich das auszudenken. Also das wäre nicht nur Schwachsinn, das würde schlicht und ergreifend keinen Sinn machen. Die GQ hat angeblich, oder die GQ... Ich glaube, es war die GQ, hat eine Kampagne gegen Homophobie gestartet. Und Inhalt dieser Kampagne ist, dass Männer sich auf wahrscheinlich Bildern dann, dass Männer sich auf den Mund küssen, um zu zeigen, dass man nichts gegen Homophobie hat. Oder dass man gegen Homophobie ist, weil das ist ja nichts Schlimmes, es ist ja alles in Ordnung und so weiter und so fort. Also ich denke mal, ihr versteht schon, ne, was so damit gemeint ist, ja. Das ist ja auch an und für sich eine schöne Sache. Was ich mich nur frage ist, ob das so, also, ich weiß nicht, also das ist eine PR-Aktion, ja, die GQ wird sich da wahrscheinlich nicht denken, dass sie, also ich, ja, das weiß ich auch nicht, das sagt man immer so, ne, man sagt immer, ja, das ist eine PR-Aktion, die wollen da halt ihren Nutzen rausziehen. Weiß ich nicht, vielleicht geht so einer Zeitung ja oder einer Zeitschrift ja auch mal darum, irgendwie etwas zu sozialkritisches zu machen oder so. Ist es sozialkritisch? Das ist halt die Frage. Ist es überhaupt sinnvoll? Hilft das gegen Homophobie oder hilft es nicht? Ja, das frage ich mich halt auch. Ich habe das halt gehört und ich denke mir so, ich meine, das ist ja schön und gut, dann küssen sich da halt Männer auf den Mund. Und dann? Ja, das ist, ja, irgendwie relativ trivial. Keine Ahnung, vor allen Dingen, bedeutet das denn im Umkehrschluss, wenn ich, also wenn ich jetzt einen Mann nicht auf den Mund küssen will, bedeutet das, dass ich homophob bin? Oder so? Nein! Ja! Ich hab's geschafft! Wow! Krass, geil. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass ich ein homophober Typ bin? Das ist, oder wie nennt man das? Keine Ahnung. Fände ich irgendwie gemein, weil ich habe kein Interesse daran, einen Mann auf den Mund zu küssen, tatsächlich. Wie komme ich denn da hoch? Bin ich deswegen irgendwie nicht richtig? Ah, so komme ich da hoch. Ja, das sieht erstmal, sieht das nicht so schwierig aus. Wow, das war Glück. Das war Glück. Na? Oh, okay. Hoffentlich ist das Pflaster im dritten Level. Hoffentlich. Und hoffentlich, da ist das Pflaster. Wie komme ich an das Pflaster dran? Indem ich hier eins kaputt mache, hier vorsichtig runtergehe und hier nicht alles zerstöre. Oh. Ich lebe noch. Okay, naja, aber das bringt mir nichts, weil jetzt werde ich da nicht mehr hochkommen. Und ich muss da hochkommen.
Wie genau ist das denn gedacht? Soll ich dann... Nee. Das verstehe ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich finde es ja keine schlechte Sache, wenn man irgendwie da so, ne, gegen vorgehen will oder so, weil es ist nun mal... Es ist, wie es ist. Ja, und wir müssen uns da echt nicht ins Hemd machen, nur weil da irgendwer irgendjemanden liebt. Ganz gleich, ob das irgendjemanden gefällt oder nicht, das soll jeder seine Meinung... Das ist ja genau das, was ich auch bei der Interkulturalität und bei dem Rassismus-Thema oder bei Interkulturalität an und für sich angesprochen habe. Es geht ja gar nicht darum, dass man auch immer d'accord mit allem ist und es geht ja auch eigentlich gar nicht so sehr darum, dass man... Ach so, ich kann ja hier einfach wieder hoch. Oh, ich lebe noch. Wie geht denn das? Ja, es geht ja gar nicht darum, dass man immer mit allem wirklich einverstanden ist, hoch 15 und dass man alles... Die Frage ist halt, wo sowas anfängt. Feindlichkeit, Rassismus, Unterdrückung und so weiter und so fort. Ja, die große Frage ist halt einfach, wo fängt das an? Fängt es da an, wo... Fängt es da an, wo man etwas nicht mag? Einfach so, ja? Oder fängt es da an, wo man etwas angreift, in welcher Art auch immer? So. Nehmen wir jetzt einfach mal das Thema Schwulsein. Wenn es Menschen gibt, die Schwule nicht mögen, warum auch immer, das ist ja in Ordnung. Oder nicht? Das ist ja genauso wie wenn ich... Ja, das ist doch in Ordnung. Warum muss er die auch mögen? Er muss sie ja nicht mögen. Das darum, wo es halt... Wo, das Wichtige ist halt einfach nur, dass er nicht auf die Straße geht und die verkloppt. Die beleidigt und so weiter und so weiter. Ja, das ist doch das Wichtige. Es geht doch nicht darum, dass man das irgendwie... Dass man das alles... ob man das jetzt mag oder nicht, ist doch... Völlig Latte. Ach, scheiße, Mann. Er ist doch völlig unrelevant. Es geht halt nur darum, oder es ist halt wichtig, dass man akzeptiert, dass man die Existenzgrundlagen nicht versagt, dass man nicht sagt, ja, die Leute sind nichts wert oder so. Oder die Leute, die verdienen, geschlagen und, was weiß ich, gemacht zu werden, ja. Darum geht es ja. Das ist einfach, man... Dass man sie akzeptiert und sie in Ruhe leben lässt. So, das ist doch alles, was zählt. Und, ja, ob jetzt jemand schwul ist oder nicht und ob jetzt jemand das akzeptieren kann oder das akzeptiert oder nicht, ist doch erstmal komplett zweitrangig. Nein! Dieses Level ist irgendwie... Ich verstehe das noch nicht so ganz. Wie kam ich nochmal da dran? Hier und dann... Oh nein! Oh, jetzt habe ich wieder nur ein Leben, ey. Aber... Ey. Aber immerhin schaffe ich ja das eine Level jetzt mehr oder weniger gut. Nein, 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 ich lebe! Da musst du einfach ein bisschen Ruhe bewahren. Das ist wichtig in so einem Moment. Nein... Ich würde das gerne schaffen in diesem Part. Und ja. Also, die haben halt diese Aktion gemacht. Männer küssen sich auf den Mund. Wow. Also, keine Ahnung. Ja, ich finde das ein bisschen platt. Weil auch ich persönlich finde das nicht... Ich finde nicht, dass das eine Aktion gegen Homophobie ist. Weil das sagt ja, wenn ich jetzt... Das sagt ja schlicht und ergreifend, sagt das ja einfach nur, wenn ich jetzt keinen Mann nicht auf den Mund küsse oder küssen würde, dann bin ich homophob. Aber das stimmt doch nicht. Ich habe nichts gegen solche Menschen, weil das sind genauso Menschen wie du und ich. Aber ich möchte einen Wollo nicht auf den Mund küssen. Das ist doch... Das muss doch nicht sein. Das reicht doch, wenn ich... Reicht doch, wenn ich... Nee. Also das ist doch nicht Sinn der Sache. Ich finde die Lippen von einem Mann ja auch überhaupt gar nicht so unbedingt verschlingen wollerig. Deswegen stehe ich ja nicht auf Männer. Wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Vielleicht hat das auch noch andere Gründe. Aber so prinzipiell würde ich sagen, ich stehe nicht auf Männer, weil ich es auch einfach nicht attraktiv finde. Oder, na, ich weiß gar nicht warum. Robbie Williams hat da mal ein lustiges Zitat gebracht. Oder, aber ein Zitat, was auch eigentlich relativ, ja, was auch irgendwie stimmt und gar nicht so dumm ist. Und der hat nämlich gesagt, scheiße. Ja, das hat er nicht gesagt, aber das sage ich gerade, weil jetzt habe ich ein Problem. Ich komme da nämlich nicht mehr hoch, oder? Oh, nee. Robbie Williams hat nämlich ein relativ cooles Zitat gebracht und zwar, wow, hat er gesagt, ich bin zu 49% schwul, denn ich liebe Männer genauso wie Frauen, nur dass ich kein Verlangen nach einem Penis habe. Oder irgendwie sowas hat er gesagt. So einfach von wegen, er ist so 49% schwul, weil er mag Männer genauso wie Frauen, nur dass er halt, ne, so geschlechtmäßig und so, bla bla bla. Das ist halt bei Männern nicht so sein Ding ist. Und das stimmt ja auch im Prinzip. Ich meine, wenn ihr euren besten Freund, wenn ihr euch euren besten Freund nimmt, dann ist es doch, ein bester Freund ist doch nicht unbedingt schlechter wie eine Frau, wie eine Beziehung. Das ist halt einfach was anderes. Schlicht und ergreifend. Nein, ich bin so behindert. Oh, jetzt. Ich hab. Oh, Mann. Das letzte Level kriege ich nicht auf Reihe. Ja, bester Freund, ich habe halt nur, ich habe nur keine Lust auf Sex mit meinem besten Freund oder ich habe auch keine Lust mit dem zu knutschen. Es ist, aber deswegen mag ich ihn trotzdem sehr. So. Keine Ahnung. Ich finde es immer so ein bisschen, ich finde, das ist Aktionismus und das ist halt einfach nur ein PR-Ding. Ja, die wollen halt einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit, bla bla bla. Ich glaube nicht, dass das irgendwas Sinnvolles in sich trägt. Aber da könnt ihr natürlich anderer Meinung sein und mir das vielleicht auch irgendwie nahelegen, was das vielleicht für ein Zeichen geben kann, welches vielleicht wichtig ist. Ja, das will ich ja gar nicht bezweifeln. Aber ich sehe es nicht. Nein, warum? Ja, Mann. Ah, so. Nein, jetzt nicht im zweiten Level verkacken. Mann. Mann! Dieses dumme Level. Es ist schwierig. Weil du halt auch immer nur diese drei Versuche hast. Das setzt dich unter Druck. Und ich weiß halt einfach nicht, wie ich das letzte Level da machen soll. Naja, keine Ahnung. Eigentlich ist es halt, eigentlich ist es komplett unnötig, weil es sind doch auch nur Menschen. Dieses ganze Hatatatatatatatra, da um diese ganze, warum können wir nicht einfach Menschen akzeptieren, so wie sie sind und fertig aus, Mickey Mouse? Wo ist denn das Problem? Und warum muss man dann solche komischen Aktionen machen? Ich meine, wie gesagt, das hat einfach nichts mit homophob zu tun. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum ich einen Kerl nicht küssen will. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Gesellschaft, die hat dir das eingetrichtert. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass so etwas großgesellschaftlich eingetrichtert werden kann. Ich denke einfach, dass ich momentan einfach in, oder schon eigentlich seitdem ich mich mit diesem Thema wirklich beschäftige, ich mich einfach Frauen gegenüber angezogen fühle, weil ich die einfach interessanter finde. So. Das kann natürlich
das will ich nicht beschreien. Das kann durchaus in 20 Jahren anders sein, ja. Es kann ja durchaus sein, dass ich auf einmal irgendwann einen Kerl treffe und mir denke, wow, nein, das habe ich nicht, nein, da habe ich nicht, nein. Das kann ja durchaus sein. Da ist niemand vor sicher. So, das ist. Aber da habe ich ja schon mal, da habe ich schon mal drüber gesprochen. Da habe ich auch schon mal in einem Bus mit Kommilitoninnen, mit zwei drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, keine Ahnung, da haben wir, da habe ich glaube ich gesagt, ey, guck mal, ich glaube, der ist schwul. Und dann haben die halt so gesagt, warum? Bla 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 bla. Und Scheiße. Nein. Wow. Ich bin so ein Skiller, ey. Oh. Und dann haben die halt so gesagt, hast du was gegen Schwule? Und ich so, nein, warum soll ich was gegen Schwule haben? Und dann sind wir halt so auf das Thema gekommen und haben über Schwule geredet. Und dann habe ich gesagt, ja, wer weiß, vielleicht bin ich in 30 Jahren auch schwul. Also, ist auch ein dummer Begriff, ne? Vielleicht liebe ich in 30 Jahren einen Mann. Kann ja sein. Das. Aber ich glaube, selbst wenn ein Mann kommen würde, wo ich sagen würde, boah, boah, dann ist es einfach mein bester Freund. Weil ich einen Mann nicht erotisch finde. Das kann sich natürlich auch ändern. Und, ja, ich weiß es nicht. Das kann ja niemand wissen. Woher sollen wir es wissen? Aber ich kann mir nicht vorstellen, einen Mann erotisch zu finden. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber, ne, so what, ey. Lass uns doch einfach leben und Spaß haben und gut ist. Muss die GQ auch keine Männer sich küssen lassen. Das finde ich so, oh, das ist so dumm. Das ist einfach nur dumm. So wie ich. Ich bin auch dumm. Warpzone. Wie viele Welten kommen übrigens noch? Ich weiß es nicht. Und ich kann an der Stelle noch mal eine kleine Musik. Wie nennt man's? Ein Musiktipp aussprechen. Max Herre hat ein Unplugged-Album gemacht. Das ist der Wahnsinn. Das ist der. Wow. Ich hab's noch nicht komplett gehört, glaube ich. Oder habe ich schon mal komplett. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal komplett gehört habe, aber ich habe sehr viele Teile gehört und boah, das ist so gut, ey. Das ist so abwechslungsreich und der Wahnsinn, ey. Und mein Lieblingslied ist Anna, immer wenn es regnet. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Ja, ich bin auch, ich habe wahrscheinlich auch so eine, ich habe auch so eine kleine Weicheiseite an mir, vielleicht. Das muss jetzt nichts mit Schwulsein zu tun haben. Weichei und so. Ne, das war jetzt komplett ohne Wertung. Das war jetzt schon wieder. Also jetzt habe ich wieder irgendwas Falsches gesagt. Das könnte mir böse ausgelegt werden. Und das ist dann aber auch einfach nur ungerecht. So. Yes, 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 yes. Joa, ich hab's geschafft. Das ist ja geil. Oh, sehr gut. Dann fehlt uns jetzt noch da die Warpzone. Da fehlen uns auch noch zwei Pflaster. Ich weiß noch nicht, wo die sind. Und die Warpzone an sich ist schon scheiße wegen diesen. Na. Vielleicht gucke ich offscreen mal ganz kurz rein, ob ich ein Pflaster finde. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao, tschüss, euer Cornel.